Verdammt nochmal, jetzt weine ich schon im Schlaf. Ich bin wirklich erbärmlich schwach geworden in den letzten Monaten. Sag das nicht, Neria. Schwach. Weil ich von Jaina geträumt habe? Was denke ich da eigentlich? Ist das die Person, die ich geworden bin? Jemand, den Erinnerungen an die eigene Schwester im Schlaf zu Tränen rühren, als schwach zu empfinden? Das ist erbärmlich. Ich habe eine Menge mit Jaina zu bereden, wenn wir sie aus der Ebene der Blutgeister gerettet haben. Moment mal, was ist hier eigentlich los? Wir sind doch alle ohnmächtig geworden und das hier ist Ustras Thronsaal, aber er ist tot. Die Gefahr müsste vorüber sein. Aber ich fühle mich erholt, gerade so als hätte ich eine Woche durchgeschlafen. Sicher ist alles in Ordnung, aber am besten sehe ich mich mal um. Valna und die anderen können nicht weit sein. Schauen wir mal, wo Valna und die anderen sind. Ja, wir speichern auf Pfad 5, das ist okay. Okay, das Menü geht nicht, dann gucken wir doch mal. Wir haben ja einen grauen Schlüssel bekommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch aktivieren. Morgen, Prinzesschen! Sag mal, Asuka, willst du ein Messer ins Gesicht bekommen? Hast du mich erschreckt? Hatte ich nicht vor, Verzeihung! Dir sei vergeben. Wo sind Valna und Elaine? Da drüben, sie reden mit Jinai. Dem echten Jinai. Ach, da war ja was. Das hatte ich ganz verdrängt. Na los, gehen wir zu ihnen. Sicher. Jetzt bin ich mal gespannt, was Jinai zu erzählen hat. Hey, Neria ist aufgewacht. Neria, es ist schön, dich wohl aufzusehen. Ganz meinerseits. Wie lange waren wir weg? Nun, da wir Vampire uns schneller erholen und hier keine Särge vorhanden sind, waren wir etwa 3 Tage bewusstlos. Du aber hast ganze 6 durchschlafen. Ich schätze, das war ich meinem Körper nach diesen Strapazen schuldig. Hast du dich um uns gekümmert, Jinai? Das habe ich. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Neria. Die Freude ist ganz meinerseits, denke ich. Auch wenn ich mich erst an den Gedanken gewöhnen muss, dass du nicht Ustra bist. Bitte lass dir Zeit damit. Selbst ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, wieder ich zu sein. Nach Jahrhunderten der unermesslichen Gräueltaten an Menschen und allen anderen Formen des Lebens. Meine Schuld ist unendlich, doch ihr habt mich befreit. Euch nach meinen besten Kräften zu pflegen, war nicht im Ansatz genug, um euch zu danken, aber es war ein Anfang. Du hast keine Schuld an irgendetwas, das Ustra getan hat. Darüber solltest du dem Klaren sein. Ja, das haben wir ihm auch gesagt. Das habt ihr, und ich weiß es, doch wie Asuka richtig sagte, wer schwach genug ist, sich von einem Schattengeist beherrschen zu lassen, muss die Konsequenzen tragen. Ich übernehme die Verantwortung für alles, was mit meinem Körper verbrochen wurde, so gut ich kann. Du hast wirklich nicht viel mit dem Pharao gemein. Es war die richtige Entscheidung, ihn von dir zu trennen. Wir haben es geschafft, oder? Wir haben es wirklich geschafft. Ustra ist tot, die Elras sind tot, die Steintafel ist unser. Wir können in unsere Welt zurückkehren nach all den Kämpfen. Ja, das stimmt. Wow, wie euphorisch. Allerdings ist es noch zu früh, um sich auszuruhen. So viele sind noch tot und leiden in der Ebene der Blutgeister. Wir sollten in die Arbeit gehen und anfangen, sie zurückzuholen. Was sagtet ihr, braucht man für einen Vampir? Das Blut eines Vampirs, der mit einem Menschen geschlafen hat? Das dürfte nicht mehr so einfach werden. Aber wir bekommen das schon hin. Zuerst holen wir Jaina zurück und dann Alida, damit sie uns mit den Menschen hilft. Oder habt meine Schwester etwa schon aus der Ebene der Blutgeister gerettet? Ist etwas nicht in Ordnung? Okay, was ist hier los? Gibt es ein Problem? Wir haben noch das Zauberbuch mehr als genügend Macht und Seelen und sogar die Leichen aller unserer Toten und etwa nicht. Nein, das ist schon richtig. Wir werden unsere Verbündeten wieder ins Leben zurückholen, ehe wir gemeinsam entscheiden, was genau wir mit dem Tafelzauber machen. Die meisten. Die meisten? Was soll das bitte heißen, Valna? Das dürfte jetzt sehr, sehr unangenehm werden. Ich möchte nicht derjenige sein. Was ist los, Alter? Da ich die wenigsten Bande zu dir habe und es dir wohl somit am besten beibringen kann, werde ich es versuchen, Neria. Bitte nimm zur Kenntnis, dass ich alles, was ich dir jetzt sage, weiß, weil ich alles weiß und mitbekommen habe, dass Ustra weiß. Jaina ist tot. Ja, ich weiß. Nein, Neria. Tot, wirklich und endgültig tot. What? Was zum Teufel redest du da, Kerl? Das ist nicht lustig. Wenn du dich mit einem so beschissenen Witz vorstellen willst, kannst du dich gleich verziehen. Das ist kein Witz, Neria. Bitte hör ihm zu. Warum sollte ich, verdammt?
Jaina war ein Vampir, wenn ich euch daran erinnern darf. Vampire werden zu Blutgeistern und diese landen in der Ebene. Oder wollt ihr mir erzählen, dass es die Ebene nicht mehr gibt, weil die Elras weg sind? Ach nein, die Ebene der Blutgeister existiert noch. Bitte versuch dich zu beruhigen, dann erkläre ich es dir. Pff, reine Zeitverschwendung. Chill mal, Meg. Vampire werden zu Blutgeistern, damit ihre Schöpfer sie in die Ebene der Blutgeister absaugen können. Jedoch kann man Vampire auch wiederbeleben. Das haben die Elras-Führer so eingerichtet, damit eventuelle sehr fähige Exemplare genutzt werden können. Die Blutbedingung für den Zauber entspricht lediglich ihrem perversen Humor. Okay. Und? Es gibt eine Ausnahme dieser Regel. Ustra hat es vor langer Zeit in einem Elras-Zauberbuch gelesen. Die magische Schranke im Körper eines jeden Vampires, die das endgültige Sterben der Seele verhindert und sie in einen Blutgeist umwandelt, wird erheblich geschwächt, wenn ein Schattengeist den Körper verlässt. Der Schattengeistzauber war nur den Elras-Führern und Ustra bekannt. Am allerwenigsten sollten die Vampirsklaven davon erfahren, die ja auch im kontrollierten Zustand alles wahrnehmen. Also haben die Elras es so eingerichtet, dass sie einen benutzten Wirt, wenn seine Zeit abgelaufen ist, magisch so sehr aussaugen können, dass es nicht mal mehr die Kraft hat, zu einem Blutgeist zu werden. Und somit die Gefahr nicht bestand, dass das Vampir in der Ebene oder in einem zweiten Leben von den Schattengeistern erzählt. Würde Asghar nun sterben, könnte es sein, dass er einen Blutgeist besitzt, weil seine Besessenheit lange her ist und sich seine Schranke erholt haben dürfte. Aber Jaina, die direkt nach dem Entzug des Schattengeistes gestorben ist. Aber... Jaina wurde nach ihrer Besessenheit doch gar nicht magisch ausgesaugt. Nein, sondern davor. Erinnere dich, was Ustra mit Gardar gemacht hat. Er hat einen Zauber entwickelt, der den Wirt eines Schattengeistes lähmt und vollkommen aussaugt, nur um Jaina dann mit den Weichsteinen zu befreien und zu töten. Er hatte wie immer alles von Anfang an geplant. Oh mein Gott. Das... Nein. Niria, ich... Hör auf! Rede nicht so! Sieh mich nicht so an! Als wäre Jaina bereits verloren! Das kann nicht sein! Es kann einfach nicht sein! Keiner hat gesagt, dass diese ganze Sache glücklich ausgehen würde. Tatsächlich hätten wir damit rechnen müssen, nach all den anderen Toten genau das passiert. Ich kann nicht mehr lesen, entschuldigen. Ihr gebt zu schnell auf! Begreift ihr es denn nicht? Jaina hatte keinen Blutgeist mehr, muss also eine normale Seele gehabt haben. Benutzen wir einfach den Zauber zur Wiederbelebung... Ja? Jaina ist kein Mensch. Das ist ihr gerade auch aufgefallen, glaube ich. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Ja. Das ist... Ich... Alles, wofür sie gekämpft hat, war eigentlich für die Katz, kann man sagen. Ich muss hier raus. Ich würde sagen, sie hat es gar nicht schlecht aufgenommen. Gar nicht schlecht? Inwiefern war das gar nicht schlecht? Gemessen an dem, was sie aufzunehmen hatte. Sie hat keinen von uns den Schädel von den Schultern geschlagen, nicht einmal Jinai. Was hast du erwartet, dass sie mit den Schultern zuckt? Sie hätte jedes Recht gehabt, mich hinzurichten, eure Freundin. Hör auf damit, Jinai, das brächte niemanden etwas. Valna, du bist von uns dreien am vertrautesten mit Niria geworden. Du solltest ihr hinterhergehen und ihr klar machen, dass sie nicht allein ist. Ich werde es versuchen. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen bitter gerade. So ein bisschen Gänsehaut jetzt momentan gehabt, weil es doch sehr ergreifend war. Ich werde nicht behaupten, dass wir deinen Schmerz nachvollziehen können. Ach nein. Nein. Du warst ihre Schwester, ihr Fleisch und Blut. Wir haben zwar behauptet, ihre Eltern zu sein, aber wir waren nur ihre Entführer. Ich kann und will mir nicht vorstellen, wie du dich hier gerade fühlst. Was willst du dann hier? Wir haben auch unter dieser Erkenntnis gelitten. Wir haben auch geweint. Wir standen Jaina nicht so nahe wie du, aber wir haben sie auch geliebt, auf unsere Weise. Und doch haben wir sie zum zweiten Mal verloren. Ich denke, dass wir an beiden Malen selbst die Schuld tragen. Und ich persönlich empfinde es als selbstverständlich, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Soll ich dir jetzt den Kopf abschlagen? Wenn es deinen Schmerz lindert? Wenn du und Elaine schuld an Jainas Tod wären, dann auch ich. Nein, der Schuldige ist ein anderer. Und zwar Jinai.
weißt, dass das nicht wahr ist, Nyria. Das ist mir egal. Kannst du dir auch nur im Ansatz vorstellen, welche Willenskraft es mich gekostet hat, diesen Bastard nicht sofort umzubringen? Schattengeist hin oder her, er hat Jaina getötet, wäre er nicht gewesen. Dann wäre Ustra wahrscheinlich in jemand anderen eingefahren. Also willst du ihn für Ustras Verbrechen hinrichten? Nenn mir einen Grund, warum ich es nicht tun sollte. Glaubst du, dass dir das Befriedigung und Seelenfrieden verschaffen würde? Mit meinem nun mehrere Monde alten Eindruck von dir bezweifle ich das stark. Du bist nicht so. Und du weißt, dass Gina es tot Jaina nicht zurückbringen würde. Ich weiß nicht, welchen Grund ich noch haben sollte, weiterzuleben. Alles, wofür ich gekämpft habe, alles, das ich erreicht habe, umsonst. Ich habe mir mein Leben lang eingeredet, stark zu sein, aber was nützt mir all meine Stärke, wenn ich weder meine Kameraden noch meine kleine Schwester beschützen kann? Du brauchst einen Grund, um weiterzuleben? Den brauchte ich auch, als ich in einem Vampir verwandelt wurde und die Frau, die ich innig geliebt habe, vor meinen Augen brutal ermordet wurde. Ich habe mich wochenlang in Selbstmitleid gesuhlt und wollte meinen untoten Dasein mehr als einmal ein Ende setzen, aber letztendlich habe ich mich dazu entschieden, meine Existenz nicht wegzuwerfen, sondern das Beste daraus zu machen. Das Beste ist mir nicht mehr möglich. Jaina ist tot. Ja, Jaina ist tot und das können wir nicht mehr ändern. Deine Mutter aber wird bald wieder leben. Und Asmus und Alex. Willst du wirklich, dass Elaine und ich in unsere Welt zurückkehren und deiner Mutter erklären müssen, dass sie zwei Töchter verloren hat? Lass Ustra dich nicht auch brechen. Schon alleine um Jainas Willen. Du hast es doch damals im falschen Tyrik gesehen. Sie dachte immer nur an dich. Wir werden das Zauberbuch nehmen und jeden, den wir können, wieder ins Leben holen. Und natürlich werden wir auch versuchen, Jaina zurückzubringen. Aber du solltest dir in dieser Hinsicht keine falschen Hoffnungen machen. Wir haben schon mit Jinai gesprochen. Er hat noch genug Macht und Seelen, um das zu bewerkstelligen. All diese Leute werden einen Führer brauchen, wenn es darum geht, die Tafel der Elras zu nutzen, um in unsere Welt zurückzukehren oder diese hier wiederherzustellen. Wir Vampire können das nicht sein, aber du genießt das Vertrauen aller. Also gib nicht auf. Kämpfe, atme, lebe für Jaina. Du bist seltsam, Walner. Aber ich glaube, dass du Jaina ein guter Vater hättest sein können. Irgendwann, wenn sie ihren Schmerz überwunden und mit euch ihren Frieden gemacht hätte. Aber das hat sie nicht. Jaina hat sich entschieden aufzugeben und zu hassen. Ich möchte nicht denselben Fehler machen und sie einmal mehr enttäuschen. Dafür liebe ich sie zu sehr. Das wusste sie. Immerhin hat sie alles mitbekommen, die ganze Zeit. Wie du dich für sie eingesetzt und für sie gekämpft hast. Dass du ihr verziehen hast, was zwischen euch vorgefallen ist. Ich hoffe das. Ich hoffe, dass sie in ihren letzten Augenblicken der festen Überzeugung war, dass wir zusammen heimkehren und eine glückliche kleine Familie sein können. Ich weiß, wie unwahrscheinlich das ist, doch ich hoffe. Lass uns reingehen. Wir haben viel zu tun. Ja. Ich muss sagen, das eigentliche Opfer in diesem ganzen Spiel ist eigentlich Jaina. Das Mädel hatte überhaupt nichts mit diesem ganzen Zirkus zu tun. Und musste leider Gottes viele Grausamkeiten über sich ergehen lassen und viel zu früh von der Welt scheiden, leider. Das war jetzt aber düster. Das hatte ich nicht erwartet. Jaina ist endgültig tot? Nicht immer kann man alle einfach wiederbeleben, Simon. Diese Lektion mussten auch unsere Helden irgendwann lernen. Verluste sind schmerzhaft, auch für Vampire, früher oder später. Also blieben ihre Versuche, Jaina ins Leben zurückzuholen, vergebens? Der Reihe nach, Simon. Nyria, Walner, Aska und Elaine machten sich also mit Hilfe des Echten. Jinais, der noch einen Großteil von Ustras Macht und Seelen besaß, daran, in dieser zerstörten Welt zu retten, was zu retten ist. Zwar waren mit dem Tod des Pharaos seine Armeen zerfallen, doch mit ihnen waren fast alle Menschen tot. Nach einigen Überlegungen entschieden sich die vier dazu, erst einmal alle ihre Verbündeten wieder ins Leben zu holen und gemeinsam zu entscheiden, wie man die Tafel der Elras am besten einsetzen könnte. Allein für die Vampire werden sie doch Unmengen spezielles Blut gebraucht haben. Wie haben sie das gemacht? Naja. Nun, wie du dich sicher erinnerst, enthielt das Zauberbuch auch die Formel zur Wiederbelebung eines Menschen. Da Alidas Meister vor langer Zeit in einem Elras-Tempel eine Abschrift dieses Zaubers gefunden hatte und sie sich damit am besten auskannte, belebten unsere Helden sie zuerst wieder. Wieder im Leben bestand die junge Zauberin darauf, die Vampirdiebin Anastasia zuerst aus der Ebene der Blutgeister zu befreien. Das Blut dafür besorgte sie selbst mit einem der Vampirsoldaten. What the? Der Glückliche. Er konnte mal richtig reinstochern, ey. Das habe ich jetzt mal überhört, Simon.
Jedenfalls gelang die Wiederbelebung. Wieder vereint war es Elida und Anastasia kein Problem, das Blut für die restlichen Vampire bereitzustellen. Opa, ich bin erst 16. Du hast gefragt! Außerdem dürften dir doch wohl die subtilen Hinweise aufgefallen sein, dass sich die beiden nahestehen. Subtil hat sich was. Was denkst du denn für Geschichten für deinen minderjährigen Enkel aus? Pussy. Können wir weitermachen oder regst du dich lieber noch ein bisschen über meinen Aufklärungsunterricht auf? Ja, sicher, bitte. Sowas. Jedenfalls dauerte es mehrere Monate, alle relevanten Personen zurückzubringen, da das Wirken dieser Zauber sehr viel Kraft und Magie kostete. Ja, genau. Also, wenn ich das richtig verstehe, haben sich Elida und Anastasia quasi angeboten, mit Menschen, mit Männern, Spaß zu haben. Und es muss sehr viel Spaß gewesen sein, um alle wieder zu beleben. Naja, kann man mal machen, ne? Doch schließlich waren alle beisammen und man beriet sich lange, was der Zauber bewirken könnte und wie man die von Ustra und Elras angerichteten Schäden wieder gut zu machen wären. Bald darauf kam der große Tag, an dem der Tafelzauber gesprochen werden sollte. Okay. Let us look. Ja, wir speichern nochmal, ja. Wir treffen uns in ein paar Minuten alle auf dem Dach. Besser, ich gehe schon mal vor und sehe nach, wie weit sie sind. Genau. Das könnte meine letzte Gelegenheit sein, mit allen zu sprechen. Wobei, nicht, wenn unser Plan gelingt. Und auch das war ein subtiler Hinweis, dass wir mit Menschen reden sollen. Dieses Jahr war wohl das Ereignisreichste meines Lebens. Im Guten wie im Schlechten. Wir sind so weit gekommen. Wir haben so viel erreicht. Jetzt müssen wir nur noch alles zu einem guten Abschluss bringen. Also los. Ich sollte Walner und die anderen nicht warten lassen. Yeah! Wir haben die Kontrolle über Neria. Kein Menü. Speichern wir nochmal ab, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was passieren wird. So, ich denke, wir gucken uns mal hier um. Ist das jetzt vielleicht unser neues Schlösschen? Nachdem wir hier aufgeräumt haben. Sagt mir, Lady Neria, gibt es für uns einen Platz in der neuen Welt, wie auch immer sie geartet sein mag? Wir haben dieses Gespräch doch nun schon ein paar Mal geführt. Ich für meinen Teil bin mir sicher, dass die Vampire nach wie vor Bedarf nach euren Diensten haben werden. Aber ihr müsst eure Methoden ändern. Das ist genau der Teil, der mir Sorge bereitet. Wo sollen wir noch frisches Blut herbekommen, wenn wir nicht von halb freiwilligen Spendern? Ganz freiwillige Spender? Ich weiß es nicht und im Moment ist das auch egal. Was jetzt zählt, ist erstmal wieder eine Welt zu erschaffen, in der man überhaupt leben kann. Ich blicke mit Unruhe auf das heutige Ereignis. Ich bin dankbar, am Leben zu sein, aber ob ich es auch bleibe, ist fraglich. Ja, ehrliche Arbeit ist ganz schrecklich. Da hat sie recht. Vor allem so schlecht vergütet. Ob wir hier ein neues Versteck für die Kinder der Apokalypse aufbauen können, sobald alles wieder beim Alten ist? Ich glaube eher nicht, nein. Ein Jammer, wirklich. Mit solch einem beeindruckenden Gebäude würden wir sicherlich zahlreiche neue Mitglieder bekommen. Aber dann auch wieder ist ohnehin noch nicht klar, ob die Kinder der Apokalypse eine Zukunft haben. Nicht in ihrer jetzigen Form, so viel steht fest. Ja, das glaube ich auch, aber wir werden einen Weg finden, wie immer. In dieser neuen Welt haben wir uns ja auch zurechtgefunden. Ah, Neria, meint ihr, ihr und die Jungs habt heute Abend wieder Lust auf ein paar Karten? Die gleichen Einsätze wie immer? Karten? Kane, habt ihr in den letzten Tagen geschlafen? Heute ist der Tag der Tafel. Es ist ein neuer Feiertag entstanden. Der Tag der Tafel. Ach, das ist heute schon. Dann wird aus unserem Spiel wohl nichts. Tja, ich muss sagen, trotz dieses furchtbaren roten Himmels und der praktisch toten Welt waren die letzten Monde in diesem Turm hier nicht unangenehm. Sei es, weil wir nichts mehr zu fürchten haben oder weil alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet haben, aber die Atmosphäre erschien mir beinahe freundschaftlich familiär. Irgendwie ist es ein wenig traurig, dass das nun bald endet. Ich weiß, was ihr meint. Alle hier haben mir sehr geholfen, nicht wahnsinnig zu werden vor Trauer. Sogar die, von denen ich es am wenigsten erwartet hätte. Ich hatte so eine Atmosphäre bei den Kindern der Apokalypse auch noch nicht, aber ich weiß natürlich, dass eine Veränderung unumgänglich ist. In dieser Situation hätten wir höchstens noch ein paar weitere Monde. Ja, es ist notwendig, aber das heißt nicht, dass wir alle uns nicht wiedersehen oder komplett eigene Wege gehen werden. Die Zeiten des Krieges sind vorbei. Wenn die Gerüchte eurer Vorhaben betreffend wahr sind, bin ich in der Tat gespannt, ob es noch einmal zu einem solchen Treffen kommt. Ich für meinen Teil bin mir da ganz sicher. Okay.
Ach nein, mit Nintlex will ich jetzt nicht reden. So wie die guckt, jammert er mir doch nur wieder die Ohren über seine Lavahöhle voll und dass sie mittlerweile ein Teil von ihm ist. Wird erwachsen. Oder Nintlex, Nintlex, whatever. Okay. Was wird aus uns werden, wenn alles vorbei ist? Darüber bin ich mir noch immer unsicher. Keine Sorge, wir haben nicht vor, euch einfach sterben zu lassen, versprochen. Ihr seid eine der wenigen Menschen, denen ich wirklich vertraue, Lady Neria. Ich glaube euch. Danke, das wirst du nicht bereuen. Eventuell, vielleicht aber auch doch. Wo sind die Rentiere hin? Wenigstens die hätte man leben lassen. Mittlerweile habe ich noch wirklich an die Vampire gewöhnt. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, mich gegen sie zu kämpfen. Hoffen wir, dass wir nie wieder gegeneinander kämpfen müssen. Mit euch als Anführerin des Clans mache ich mir da wenig Sorgen. Okay. Hi. Nein, Mylon, ich werde dich nicht in einen Vampir verwandeln. Nicht heute und nicht morgen. Wir hatten doch darüber gesprochen, oder? Sei ein braver Junge, hör auf Tante Bella. Aber Tante, ich habe jetzt schon so lange gewartet, um zu fliegen. Und dieser doofe Turm ist langweilig. Würde ich meine Zähne auch nur in deine Richtung ausstrecken, würden deine Eltern und Lady Neria hier mich buchstäblich einen Kopf kürzer machen. Und wann dürfen wir endlich hier weg? Ich mag kein Wolf hängt den Hasen mehr spielen. Das haben wir schon so oft gespielt. Oh, du bist aber auch ein schwieriger Knirps. Krieg liegt mir mehr als Erziehung. Ich lasse die beiden besser mal in Ruhe. Ja, ich hasse nämlich Kinder. Und vor allem dieses Kind. Na, gut aufgetischt, Leute. Hallo Neria, ist heute nicht der Tag, in dem ihr als Zauber wirken wollt? Genau der. Meine Familie hat so viel durchgemacht, sogar gestorben sind sie. Ja, bitte bewahrt sie vor weiterem Schaden. Sollte die Welt sich nochmal anders verändern als geplant, würde meine Frau vermutlich dem Wahnsinn verfallen. Hat Jera mittlerweile mal irgendetwas gesagt? Kein Sterbenswörtchen, aber sie ist noch irgendwo da drin, ich weiß es. Wir müssen nur geduldig sein. Es tut mir leid, Sifrin. Und keine Sorge, diesmal wird nichts schief gehen. Wir haben uns zu lange vorbereitet. Ich möchte es gern glauben, aber Magie ist so verflucht unzuverlässig. Seid sorgfältig. Versprochen. Shahiro, wie geht's dir? Was soll ich sagen? Auch nach all den Monaten habe ich mich nicht daran gewöhnt, hier mit einem Haufen Vampire zu sitzen. Und Asghar hat mich deswegen beim Kartenspielen so oft aufgezogen, dass es mir zu den Ohren rauskommt. Heute ist damit Schluss, denn heute nutzen wir die Tafel. Ob das wirklich so schlau ist? So lange habt ihr die Elras davon abgehalten. Wir haben die Nutzung lange und genauestens mit Jinai und allen anderen Magiekundigen geplant. Es wird funktionieren. Tja, das alles geht weit über meinen Kopf. Ich bin nur ein kleiner Händler, der irgendwie über die Runden kommen will. Und ich bin euch für mein Leben zu ewigem Dank verpflichtet. Also hoffe ich einfach, dass mein Kopf und der aller anderen morgen noch auf den richtigen Schultern sitzt. Das hoffe ich auch. Ich möchte nämlich nicht deinen Kopf auf meinen Schultern haben. Was? Das war nicht ernst gemeint. Hä? Ha? Ich schätze, mit so viel Humor und positiver Energie kann doch nichts mehr schief gehen. Dein Wort in Gottes Ohr. Gott. Hi, Jera. Sie ist einer der Menschen, die die Wiederbelebung nicht gut überstanden haben. Wenn wir die Tafel benutzt haben, müssen wir sehen, ob wir sie irgendwie heilen können. Okay. Wurde auch Zeit, dass ihr das glühende Ding da oben mal benutzt. Das Kämpfen mit meinen Vampiren und Clanmännern war zwar ein ganz netter Zeitvertreib und in dieser Wüste von Welt, aber so langsam brauche ich wieder Frischluft. Und ein paar lebende Menschen wären auch nicht schlecht. Definitiv. Da wir von euch kein Geld mehr erwarten können, werden wir mehr denn je auf Aufträge angewiesen sein, wenn ihr wieder alles repariert habt. Wenn ich mich recht entsinne, hast du damals darauf bestanden, wegen deiner Wiederbelebung auf Lebenszeit kostenfrei für uns zu arbeiten. Und dazu stehe ich. Aber ein Mann muss leben, essen und ficken. Auch nach dem Ende und Anfang einer neuen Welt. Ich denke eben etwas weiter. Dann hoffe ich mal für dich, dass deine Söldner auch wieder ins Leben holen können. Irgendjemand muss doch da sein, falls die Vampire nochmal ausrasten oder dieser Pharao wieder aus seinem Sarkophag gekrochen kommt. Ganz bestimmt, Derbo. Ganz bestimmt. Okay. Jawohl. Ein Mann muss nur saufen, fressen, ficken. SFF. Wo recht hat er recht. So, hi. Dieser Turm wird einen wunderbaren Stützpunkt abgeben, gemäß dem Fall, dass die Gebieter dieser Welt bleiben. In dieser Welt bleiben, versteht sich. Wir werden auch heute mitteilen, was wir vorhaben. Wir werden euch heute mitteilen. Mein Gott, habt noch etwas Geduld. Hoffentlich müssen wir Fußvolk nicht alle dran glauben. Nein, müsst ihr bestimmt nicht. Und wer sitzt im Knast? Ach du meine Güte, die gibt's ja auch noch, die Lappen. Moment. Warum haben sie Raron und Aaron? Warum haben sie diese Leute wiederbelebt?
Wir haben die drei Heiler wieder belebt, um ihr magisches Wissen einzubeziehen, wenn es um die Nutzung der Tafel geht. Im Gegenzug dafür werden sie freigelassen, wenn alles glatt geht. Sie haben ja auch nicht wirklich etwas verbrochen. Auch wenn sie Aarons Hunde sind. Okay? Miria, wie lange wollt ihr mich hier noch gefangen halten? Wie oft habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass wir dich hier nicht gefangen halten, sondern vor Vampiren oder Clanmännern schützen, die weit weniger beherrscht als Asmus und ich sind. Du solltest lieber froh sein, dass wir dich überhaupt wiederbelebt haben. Ich war dagegen. Nur Asmus hast du das zu verdanken. Also halt gefälligst den Rand und beschwer dich nicht. Ein Leben in Gefangenschaft ist grausamer als die Freiheit im Tod. Klingt nach etwas, das ein Elras sagen würde. Aber heute ist dein Aufenthalt hier ohnehin vorüber. Heute werden wir die Tafel nutzen. Wofür ihr mich verurteilt habt? Mit dem Unterschied, dass wir eine mondelange Planung hinter uns haben und wir nicht unsere Kameraden abschlachten, um unsere Ziele zu erreichen. Jetzt hat sie es ihm aber gegeben. Was wird danach mit mir geschehen? Weiß ich nicht. Das soll Asmus entscheiden. Verstehe. Lappen, ey. Niria, ich weiß, was ihr alle von mir haltet, aber ich sage es nochmal. Ihr liegt falsch, wenn ihr glaubt, dass damals nur Macht mein Ziel war. Ich wollte endlich etwas verbessern. Und doch war das, was du getan hast, schlecht, unverantwortlich und kurz gesagt einfach strunzdumm. Von dem Mord an Agaleo ganz zu schweigen. Das mit Agaleo, ja, das werde ich mir nie verzeihen. Aber was die Tafel angeht, solltet ihr es besser wissen. Ihr kennt die Geschichten vom Pharao. Ihr wisst, was auf dem Spiel stand. Ich konnte nicht sicher sein, dass die Elras und Ustra endgültig besiegt waren. Ich konnte es nicht riskieren, das goldene Zeitalter nochmals heraufzubeschwören. Das Erbe vieler Völker und meiner Vorfahren lag auf mir. Ich brauchte Macht! Bist du fertig? Noch nicht ganz. Ich verstehe, dass ihr und viele ein Problem mit meinem Führungsstil hatten. Sicher bin ich auf mein Alter senil geworden. Ich bin alles andere als fehlerlos. Oft war ich gierig und verblendet, oft stur und engstirnig. Aber ich werde mir bis zu meinem Tod nicht sagen lassen, ich hätte damals egoistisch gehandelt. Ich wollte Frieden. Ja, den wollte Ustra auch. Auf seine Weise. Niria! Genug. Ich werde an diesem Punkt nicht mehr über dich urteilen. Wie gesagt, das ist Asmus Aufgabe. Aber ich habe dich gehört. In Ordnung. Das ist ein Lappen, Alter. Raron. Okay, der Schattengeist ist ja raus aus ihm, ne? Heute ist der Tag. Wir werden den Zauber gleich einsetzen. Ich verstehe. Ich habe dir gesagt, was er bewirken soll. Weißt du schon, was du danach tun willst? Ich weiß nämlich noch nicht, was mit dir geschehen soll. Welche Strafe auch immer du für angemessen hältst, Niria. Als du mir damals deine Geschichte erzählt hast, habe ich dein Verhalten durchaus verstanden. Ich kann dir nur immer noch nicht verzeihen. Solltest du auch nicht. Ich kann mir nicht verzeihen, wie konntest du? Ich habe dir Kirillians, Selens und meine Geschichte erzählt, damit du verstehst, wie es zu dieser Tat kam. Und mich nicht für ein triebgesteuertes Monster hältst. Ich wollte nicht deine Vergebung. Die verdiene ich nicht. Dennoch, du bist neben Mama meine einzig verbliebene Familie. Ich will dich nicht mehr hinrichten, also wirst du dich auch nicht umbringen. Familie? Niria, ich bin Jainas Vater, nicht deiner. Wir sind nicht verwandt. Mein echter Vater ist tot und ebenso meine Schwester, aber Jainas Blut fließt durch deine Adern. Du solltest daran denken, wenn du überlegst, wie du deine Tat wieder gut machen kannst. Ich werde Selen die ganze Wahrheit erzählen. Ist das dein Ernst? Ja, ist es. Es ist das Mindeste, was ich nach all der Zeit tun kann. Solltet ihr beide mein Leben danach noch immer verschonen, werde ich es in deinen Dienst stellen und hoffen, dass Kirillian mir verzeiht. Gut, ich werde dich nach Thürig begleiten, wenn es soweit ist. Deine Eltern sind wirklich überall in dir wiederzufinden. Du besitzt Seelens Schönheit und Güte, doch Kirillians Stärke und Gerissenheit. Ich wünschte, ich könnte ihr noch einmal aufrichtig in die Augen sehen und ihr sagen, wie leid es mir tut, die Freundschaft von ihr, Kirillian und mir zerstört zu haben. Das wirst du, bald, wenn alles gelingt. Gut. Ja, ist ein bisschen sehr viel Text jetzt, die nächsten Parts, aber so ist es halt nun mal. Ach nein. Ich hoffe, ich darf ein Vampir bleiben, wenn alles vorbei ist. Dann möchte ich die Welt bereisen, mich in einen anderen Vampir verlieben und eine gemeinsame Burg bewohnen. Der vampirische Traum. Solange du keine Menschen gegen ihren Willen verwandelst, wird dir niemand verbieten, ein Vampir zu bleiben. Wir wurden gegen unsere Willen verwandelt. Ich würde das niemand anderem antun. Okay. Oh, ob ich meine Mama je wiedersehen werde? Sie wollte immer, dass ich mir eine anständige Arbeit suche, aber ich habe sie immer enttäuscht. Ja,
Wir haben uns überlegt, wie wir diese Welt heilen können. Wenn das klappt, sollte auch deine Mutter wieder leben können. Hoffentlich. Ich habe in den letzten Wochen oft geweint. Die anderen trösten mich zwar, aber das ist nicht das Gleiche. Halte noch etwas durch. Heute benutzen wir die Tafel. Werde ich. Ja. Hi. Du solltest nicht rumstreunen, Neria. Meine Mädchen werden langsam ungeduldig. Wir saßen jetzt so lange in diesem Turm fest, da werdet ihr die paar Minuten doch wohl auch noch aushalten. Das wohl, aber wir brennen darauf, endlich wieder Menschen zu werden. Die Tafel wird das tun, ganz bestimmt. Was, wenn sie euch nicht zurückverwandelt? Was sagt ihr, dass die Tafel das tun wird? Meine Hoffnung, die Mädchen, die ich in dieses Schicksal mit hineingezogen habe, verdienen es, endlich wieder Menschen zu sein, Menschen sein zu dürfen. Darum muss dieser Zauber uns helfen. Aber ob die Tafel wirklich funktioniert, das kann dir nur einer sagen, und ich glaube nicht mehr an ihn. Wahrscheinlich der Herrgott. Was willst du, Rapunzel? Du hast es immer noch nicht vergeben, was? Nicht nur, dass Asgard mich damals verwandelt hat, ihr habt auch noch zugelassen, dass ich zerrissen werde. Das mag Monde her sein, aber ich spüre es noch immer in den Armen. Du lebst und dafür solltest du dankbar sein. Alle anderen hatten es auch nicht leicht, Prinzessin. Habe ich auch nicht behauptet. Aber wir müssen auch keine guten Freunde werden, oder was meinst du, Dornröschen? Da bin ich ganz deiner Meinung, Aschenputtel. Nein, das müssen wir nicht. Gut, du gehst jetzt besser aufs Dach. Heute ist doch der Tag, oder? Ja. Warum hat man diese Schlampe eigentlich wiederbelebt? Wir hatten uns überlegt, dass wenn wir nach dem Tafelzauber noch leben, alle in ein schönes Haus irgendwo im Wald ziehen. Wir könnten unsere Fähigkeiten zur Jagd und zum Handel einsetzen. Stehlen kommt jedenfalls nicht mehr in Frage, da sind wir uns einig. Das ist eine gute Entscheidung. Es ist die einzigste Entscheidung. Wir können nicht in unser altes Leben zurück, nicht nach allem, was mit uns passiert ist. Aha. Sie hat seit ihrer Wiederbelebung kein Wort gesprochen und keine Gefühlsregung gezeigt. Nicht jeder übersteht die Qualen der Blutgeistebene unbeschadet. Na denn. Na denn, na denn. Die ganzen Ustra-Selbstbeweihräucherungsstatuen sind weg. Der ganze Clan konnte Pharao Ustra und die Elras über so lange Zeit nicht bezwingen. Aber ihr und eure Kameraden habt es ganz allein geschafft und uns alle gerettet. Wir einfachen Soldaten fühlen uns nutzloser denn je. Schwachsinn. Ich habe auch als einfache Soldatin angefangen. Wir hatten viel Glück und haben mit allem zusammengearbeitet, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und wenn die Tafel erstmal benutzt wurde, könnt ihr euch in friedlichen Zeiten verbessern und genauso stark werden, wenn nicht stärker. Aha. Ich würde wirklich gern wissen, was die Ohren vorhaben, die Oberen. Bald weißt du es. Ja, bevor wir uns weiter nach oben begeben. Yay, Sina-chan. Ist das Alex? Ach, Mihail. Oh mein Gott, macht er sich an Sina ran. Und so kann ich nicht mit letzter Gewissheit sagen, ob wir uns beim nächsten Sonnenaufgang noch immer wie in den letzten Monden in die Augen sehen und unsere gemeinsame Zukunft beträumen werden, Butterhaar. Fast möchte ich diesen Zauber aus niederem Egoismus heraus nicht gesprochen gehen, sondern lieber bis zum Ende aller Tage mit dir in diesem Turm eingesperrt bleiben. Aber dein seitweiliges Herz würde das ebenso wenig ertragen wie mein Sinn für Gerechtigkeit. Meine Fresse, Alter. Erst macht sich Darcius an sie ran und jetzt Mihail. Was ist denn los, ihr all ihr pädophilen Ficker, ey? Und nicht zuletzt, das ist einer der Gründe, Silberfalke, warum du alles bedeutest, das mir etwas bedeutet. Ich kam in diese fremde Welt allein, allen meinen Freunden und Lieben beraubt, wurde von großherzigen Vampiren gerettet, getötet und wiederbelebt. Alles nur, um dich zu treffen. Du hast die letzten Monde, die eine Zeit der Trauer und des Todes hätten sein sollen, für mich zu einer Geschichte des Lebens gemacht. Sollten wir einander wiedersehen, lass uns das Auf- und Untergehen der Sonne zusammen beobachten, bis unsere Körper vom Alter in den Schlaf gewogen werden. Sollten wir einander nicht wiedersehen, lass uns an einem anderen Ort die Arme umeinander legen, um uns von der Kälte und Dunkelheit zu bewahren. Ich küsse deine Erinnerungen, mein Ein. Ich küsse deine Hoffnungen, mein Alles. Boah, ich kotz gleich, Alter. Nicht nur schreckliche Dinge sind in dieser Zeit passiert. Alter, er hat dein Kind gevögelt. Wie alt ist sie? 12? Nein, ich sollte sie jetzt nicht stören. Das ist doch irgendwie nicht normal hier. Sina muss eine Granate sein, wenn sich jeder an sie ranmacht. Der Moment, ihr habt heute eine ganz große Sache mit der Tafel vor. Ich wusste, es war ein Fehler, ihn an den Sitzungen teilnehmen zu lassen. Wir haben ihm doch ganz deutlich gesagt, nichts weiter zu plappern. Na hör mal, nachdem ihr Antonio Mangels Leiche nicht wiederbeleben konntet, bin ich Derbos letzter Vertrauter. Und unter Freunden teilt man eben mal Geheimnisse. Was ist euch schon dabei? Ist ja nicht so, als wäre ich Ustra. Bist du es vielleicht? Touché.
Tatsächlich, die Söldner haben ein bisschen was im Kopf. Lady Nyria, werden wir sterben? Müssen wir in die Ebene der Blutgeister jetzt, da der Krieg vorbei ist? Unsinn, das müsst ihr nicht. Wir haben uns zusammen eine Lösung einfallen lassen, die alle mit einbezieht. Auch euch. Ihr habt für uns gekämpft, jetzt werden wir euch nicht einfach opfern. Ein Glück. Nach all dem noch Angst vor dem Sterben zu haben, mag unlogisch sein, aber ich würde gern wissen, wie es sich anfühlt, mit den Menschen zusammenzuleben. Das wirst du. Mit Sicherheit sogar. Ist es zu früh, euch für alles zu danken, Nyria? Alles, was ihr für Novrum, nein, diese Welt getan habt? Ja, das ist es. Dankt mir, wenn ihr die anderen Menschen aus Novrum wieder an eurer Seite habt und wir die Tafel erfolgreich genutzt haben. Ja, die Tafel. Wir haben das ja in jüngster Vergangenheit oft besprochen, aber ich denke noch immer, dass solch gefährliche, düstere Magie letztendlich immer unberechenbar ist. Keiner kann genau sagen, was passieren wird. Und was auch passieren mag, es ist nicht eure Schuld. Das liegt jenseits jeder Kontrolle. Daher wollte ich nur sagen, egal ob unser Vorhaben erfolgreich ist oder nicht, ob wir morgen noch atmen oder nicht. Ich danke euch. Euch und allen anderen an eurer Seite. Gern geschehen. Immer noch sauer, Meara. Ich habe es dir schon noch doch nun oft genug erklärt. Das mag sein, aber die anderen Beeinflusser und Bewohner Norums nicht wiederzubeleben, obwohl der Zauber bei uns seltsamerweise funktioniert hat, bevor wir die Tafeln nutzen, finde ich am falschen Ende gespart, nach wie vor. Der Zauber zur Wiederbelebung eines Menschen brauchte mehr Seelen und Macht, als Gina je geahnt hatte, und da er nicht Ustra ist, müssen wir mit unserer Kraft sparsam umgehen. Wenn unser Plan funktioniert, werden alle leben. Alle. Bis auf deine Schwester, hä? Das ist eine Schlampe, Alter. Es tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Nein, du hast recht. Aber die Bewohner Novrum sollten leben. Du warst Xaria und die anderen wiedersehen. Glaubt ihr? Jetzt doch aber mal ein Punkt. Ich habe in den vergangenen Wochen keinen sinnvolleren Vorschlag von dir gehört als unseren Plan. Lassen wir das. Ich kann euch ja doch nicht vom Nutzen der Eras-Tafel abhalten. Ich hoffe für euch und uns, dass ihr nur halb so schlau seid, wie ihr glaubt. Kriegsgrämige Miesmacherin. Da ist was dran. Alex, ey! Was? Wirst du nach all den Monden immer noch nicht wieder vernünftig mit mir reden? Nicht einmal heute? Und komme ja nicht wieder mit diesem Schwachsinn von wegen, du hättest kein Recht mehr mit mir. Zu reden und euch ins Gesicht zu sehen? Korrekt. Hör endlich auf damit, Alex. Du verhältst dich wie ein unreifer Junge. Ich habe euch enttäuscht, Lady Nyria. Ihr habt mir den Schutz unserer Verbündeten befohlen und ich habe versagt. Mehr noch, ich habe zugesehen, wie der Pharao sie ein nach dem anderen abgeschlachtet hat, ohne ihn aufzuhalten. Ich bin eine Schande für euch. Oh ja. Richtig. Ich hatte erwartet, dass du Pharao Ustra, der hunderte Krieger und Elras abgeschlachtet hat, einer uralten Dynastie entstammt, das gefährlichste Wesen der Welt war und uns alle getäuscht hat, im Alleingang fertig machst. Aber nicht mal das hast du hinbekommen, du unfähiger Versager. Ich sollte dich hängen. So ist es. Ich schlag dir gleich ins Gesicht, Alex. Ich hätte einen Weg finden müssen. Ihr vier habt auch einen gefunden. Im Gegensatz zu dir waren wir lange auf diesen Kampf vorbereitet und zu viert. Dennoch hätten wir beinahe verloren. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan und mehr würde ich nie von dir verlangen. Aber als euer Ritter hätte ich eben mehr als mein Möglichstes tun müssen. Hätte ich Ustra aufgehalten, wären tausende Tote noch am Leben. Die Welt wäre jetzt keine Wüste. Unsere Verbündeten haben wir wiederbelebt und die restlichen werden wir mit der Tafel zurückbringen. Die Kraft, die wir dafür gebraucht haben, hätten wir anders nutzen können. Wir haben noch genug Macht, um den Tafeltrauber zu aktivieren, das reicht. Eure Schwester? Dafür kannst du nichts! Doch, ich hätte... Ach, du bist so ein beschissen sturer Ochsenschädel! Und du bist so ein inkonsequent dickschädliges Protzerweib! What? Das hätte er sich früher nie getraut zu sagen. Oder? Was ist los? Bist du Alex? Oder bist du vielleicht doch Ustra? Ach, die zwei lieben sich. Aber es ist schön, dass er wieder da ist. Danke, Nyria. Bitte. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt, mit dem ich quatschen kann, aber wahrscheinlich schon. Die Frage ist, kann ich denn auch in den Thronsaal runter, oder? Okay. Wie gesagt, dieser Part wird es natürlich sehr, unterhaltungslastig, aber so ist es nun mal. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Nee, nicht hier. War ich oben schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Nö. Aha. Oh, die goldene Lady. Begebt ihr euch nur nach oben? Die Spießzähne erwarten euch. Ich weiß, ich werde gleich hochgehen. Und du?
Ich muss noch einmal in mich gehen und zu einem Schluss kommen, wie närrisch unser Vorhaben wirklich ist und warum Sina jetzt auf einmal Michael mehr mag wie mich. Es wird funktionieren, Darcius. Und das ist das wirklich nicht zuletzt an der Probeillusion, die wir dank dir erschaffen konnten. Nie ist mir Schmeichelei einer Lady überdrüssig, doch heute will sie mich nicht recht erreichen. Eines meiner Gesichter freut sich auf lebende Menschen und mein geliebtes Uruya, wieder ein anderes fürchtet sich davor, was uns droht, sollten wir uns verschätzt haben. Es ist und bleibt tückische Elras Magie. Wir hatten nie eine Wahl. Nein, die hatten wir nicht. Hoffen wir, dass uns das nicht dumm macht, Ed. Ja, gucken wir. Leck! Ich bereue keine einzige Entscheidung in meinem Leben, nicht, dass ich als Tochter einer Bettlerin zur Welt kam, nicht, dass ich eine Diebin wurde, und auch nicht mehr, dass ich zum Vampir wurde. All das hat mich zu Alida geführt, und mehr zählt für mich nicht mehr, Erras Tafel hin oder her. Ich respektiere das tiefe Band, das euch beide verbindet, ich beneide euch sogar. Du wirst auch wieder ein solches Band finden, Niria, wie das von Jonah und Jaina. Das wäre schön. Gib die Hoffnung nicht auf. Es sind diese Momente, in denen man etwas findet, für das es sich zu leben lohnt. Wofür sonst all das hier? Danke, Anna. Gib Alida noch ein paar Minuten. Ja, ich will mich von ihr verabschieden, falls... Schon klar. Da bist du ja auch endlich. Die Vampire haben schon gequengelt, wo du bleibst. Sie warten auf dem Dach. Verstehe. Ich werde sofort hochgehen. Kommst du auch? Gleich. Ich habe deine Verspätung genutzt, um noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Geh schon mal vor. Ich will mich noch verabschieden. Lass dir Zeit. Beim Kommen. Gut. Ich denke, dass ich mit jeder relevanten Person gesprochen habe. Mein Mund wird langsam ziemlich, ziemlich trocken. Schauen wir mal. Warum hängt dieses Scheißbild noch hier, Alter? Von wegen, wir haben mit jedem gesprochen. Du siehst entschlossen aus, Niria. Noch ein bisschen mehr als jedes Mal zuvor. Das gefällt mir. Wärst du ein wenig jünger und die Umstände anders, so hätte ich dich gerne zu meiner Schülerin gemacht. Niria, nicht kleines Blondchen. Ich empfinde, dass du dir schon lange das Recht verdient hast, von mir mit deinem rechten, muttergegebenen Namen angesprochen zu werden. Die Dinge, die du getan hast, respektiere, bewundere ich. Die Taten, die du vollbracht hast, sind ein Wohlgefallen in jeder Chronik. Wer bin ich, dich noch zu verhätscheln? Mit einem Auge sieht man so manches Mal nicht das volle Potenzial der Jugend. Ich bin froh, mich in dir getäuscht zu haben. Danke, Beatrice. Oh na, nun werd nicht rot, sonst keimt mit mir erneut das dunkle Verlangen, auf dich zu ärgern und zu verhätscheln. Eine unangemessene Behandlung für eine Dame deines Formats. Ich werde mich in Acht nehmen. Gut, hast du dir mit deinem hübschen Kopf bis zum heutigen Tag schon genau überlegen können, was du tun wirst? Du hättest zweifellos das Recht, den Einfluss und die Gefolgschaft, um einen neuen Clan ins Leben zu rufen, und ich wäre selbstredend die Erste, die sich für den Platz an deiner Seite bewerben würde. Doch auch dein damaliges Angebot, als Beraterin an meiner Seite auf dem Thron zu agieren, würde ich nicht verachten. Ich habe dir mein Wort gegeben, solltest du dich wie eine Königin mit gesundem Menschenverstand verhalten, würde ich an deine Seite treten. Und mittlerweile weiß ich mit Sicherheit, dass du das auch kannst. Also will ich mein Wort halten. Wie über alle Maßen liebenswert von dir. Nein, ich meine das ganz ernst. Du bist zum Auffressen, Niria, aber ich verfalle in alte Verhaltensmuster. Sehen wir, wie unser farbenfroher Freund das Spektakel gleich über die Bühne bringt und verteilen dann die Stellenangebote. Fair? Fair. Okay. Sie hat erwartungsmäßig weniger geredet, wie ich gedacht habe. Hi. Oh, ich kann ja die Kiste jetzt öffnen. Haha. Ustras Krone erhalten, Ustras Zepter erhalten. Okay. Gut. Du wirst erwartet, liebe Freundin. Wir werden reden, wenn alles geschafft ist. Danke. Habt ihr die Paarungsnacht schon hinter euch gebracht, oder? Kein Wort des Dankes. Niria, du Teufelsweib, lass dich von deinen starken Beinen noch die Treppen hochtragen, damit wir diesen lilanen Pustelturm endlich hinter uns lassen können. Könntest du nicht wenigstens ein bisschen aufgeregt sein, Annabelle, dann würde ich mich weniger albern fühlen. Nervosität muss man sich erlauben können. So eine Wölfin wie ich, die jeden anknot und jedem zweiten ans Bein pisst, würde ihre Glaubwürdigkeit verlieren, hätte ich mich einscheißen. Ach, und wenn du mit Asghar diese widerlich süßen Gespräche führst, ist das statthaft? Mädchen, du wirst doch die Freuden wahrer Liebe kennenlernen. Die von Poesie und Zärtlichkeit durchdrängten Dialoge meines Mäusebären und mir inspirieren jeden tumpen und desillusionierten Kleingeist, der in den letzten Monaten seinen Lebensgeist zu verlieren drohte. Außerdem kann ich mich einfach nicht mehr beherrschen, sobald mein Schatzi-Watzi anfängt, mit seiner tiefen Stimme meine Titten zu loben.
Ja, also, definitiv. Oskar und du, ihr seid wie füreinander gemacht. Nicht wahr, du Küken? Außerdem ist der Sex knallhart. Da wird nicht lange so schwuchtelig rumgeleckt. Okay, danke, reicht. Dann schieb dein Hintern aufs Dach, wir wollen anfangen. Die Romanze zwischen Anna und Asker, zwischen Anna und Asker, die in den letzten Monaten aufkeimte, ist wohl eine der verstörendsten Erfahrungen, die so ziemlich alle hier je machen mussten. Man sagt ja, wo die Liebe hinfällt, aber vielleicht fällt sie manchmal auch einfach nur mit Karacho auf die Schnauze. Alter. Ich glaube, der fickt die richtig hart in den Arsch, Alter. Noch ein paar letzte Aufhübschungen, ehe ich mich aufs Dach begebe. Alter, da hilft dir gar nichts mehr bei deinem Gesicht. Ihr putzt euch doch nicht wirklich gerade für die Zeremonie raus, Dystox. Aber was habe ich eigentlich erwartet? Das frage mich aber auch, Lady Neria. Gelingt unser Plan, trete ich formidabel in eine neue Zukunft. Misslingt er, trete ich formidabel ab. Schön gesagt. Trotz der wochenlangen Vorbereitungen, magischen Übungen und Analysen der Elras-Magie kann ich den alten Skeptiker in mir nicht ganz begraben. Ein Restzweifel bleibt. Glaubt mir, damit seid ihr nicht allein, Dystox. Natürlich, aber als einer der Hauptverantwortlichen der heutigen Zeremonie habe ich mich selbstbewusst und inspirierend zu zeigen. Keine Sorge, ihr seid uns jeden Tag aufs Neue eine Inspiration. Ach, ich wette, das sagte jedem gut aussehenden Magier. Ja, vielleicht. So, dann würde ich doch mal sagen, begeben wir uns aufs Dächlein, wenn ich irgendwann mal hier rauskommen sollte. Gucken wir mal. Gina und eure Gefährten warten oben auf euch, Lady Neria. Danke, tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Es war mir eine Freude, auf euch zu warten, Milady. Viel Glück, Lady Neria, euch und den Gebietern. Ihr solltet sie doch nicht mehr Gebieter nennen, sondern Sir. Richtig. Es ist schwer, eine angeborene Ausdrucksweise abzulegen. Bald werdet ihr für genügend Zeit haben. Mein Hals, Leute, mein Hals.